Ja, und gestern Abend bereits in München eine Großdemonstration für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine. Auf dem Königsplatz im Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt versammelten sich rund 45.000 Menschen. Parteien und Verbände hatten zu der Demo aufgerufen. Jetzt sind wir alle Ukrainer, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in seiner Rede. Man werde unter keinen Umständen einen Angriffskrieg in Europa akzeptieren. Niemals, so Söder weiter. Und auch in Russland gab es wieder Proteste und dabei wurden in mehreren Städten wieder hunderte Demonstranten festgenommen. Selbst eine 76-jährige Leningrad-Überlebende wurde von der Polizei abgeführt. 724 Menschen wurden verhaftet, weil sie gegen den Ukraine-Krieg demonstrierten. Vor den Polizeiwagen in St. Petersburg müssen die Verhafteten sogar schon in langen Schlangen anstehen. Die Behörden, sie verbieten weiterhin jegliche Kundgebungen. Ihr Vorwand: Sie wollen verhindern, dass sich Teilnehmer mit Corona anstecken. Insgesamt sollen seit Beginn der Antikriegsdemos mittlerweile in Russland fast 7.600 Menschen festgenommen worden sein.